Shalom lachem, achim v'achayot yekarim. Shalom, liebe Brüder und Schwestern. Wie viel Liebe hat der Herr mir für euch gegeben? Ich denke über euch nach und bereite diese Botschaften vor, um zu ermutigen, um zu stärken und um in Verbindung zu bleiben. Aber wisse, das bin nicht ich, sondern was wichtiger ist, das ist Gott, der euch liebt. Gott, der jedem Einzelnen von euch nahe ist, wo auch immer ihr seid, auch in dieser Zeit der Corona, mit Ausgangssperren, mit sozialer Distanz und all den anderen Dingen. Wir sind immer noch eins im Geiste, eins im Herzen. Ich möchte heute mit dem Thema Liebe weitermachen. Die Frucht des Geistes, die so wichtig und so wertvoll in unserem Leben ist, auf das unser Dienst wohlgefällig und angenehm im Himmel ist. Ich möchte auf Beispiele von dem Neuen Testament schauen, die über praktischen Dienst reden, aber wichtig war, dass er durch Menschen getan wird, die im Geiste wandelten, die die Frucht des Geistes schon hatten. Lasst uns das sehen in Apostelgeschichte 6, ich lese Verse 1 bis 3. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Griechen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. So gab es ein Problem. Die Gemeinde wuchs und es gab hebräische, jüdische Witwen. Und es gab griechische, die zu dem Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gekommen sind. Es kann auch sein, dass hier die Rede über Menschen ist, die nicht von hier kamen, welches sogar jüdische Auswanderer waren. Auf jeden Fall, irgendwie sind zwei Gruppen geschaffen worden. Die Details sind gerade nicht wichtig, aber die Lokalen, wie man sagt, unsere Witwen wurden bevorzugt. Das sollte nicht so sein. Das brachte ein Problem, sodass sie nicht ihre Speise tagtäglich empfingen. Was taten jetzt die Apostel? Vers 2. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes unterlassen und zu Tische dienen. Dieses Problem kam vor die Apostel. Es gibt ein Problem in der Gemeinde, sagt man ihnen. Es gibt Streitigkeiten, Klagen über diese Sache. Dann haben sie die ganze Gemeinde versammelt, die Menge der Jünger, es waren schon Tausende, und sie sagten ihnen, seht, hier gibt es ein Problem, das vor uns gebracht wurde, so wie das Volk Israel mit Mose, wo das ganze Volk zu ihm gekommen ist, um das Recht gesprochen zu bekommen. Und die Apostel sagen, wenn wir jetzt diese Sache behandeln müssen, Essen verteilen und dafür sorgen, dass es gerecht zugeht, dann müssen wir uns mit diesem beschäftigen. Anstatt sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und dem Gebet und dem Dienst für Gott. Es ist ja nicht so, dass wir nur sitzen und unter uns lernen, sondern all dies ist dazu gedacht, dass wir es etwas haben, den anderen zu geben. Die Briefe, die geschrieben wurden, die Lehre, das Bauen, ihr Dienst. Und sie haben nicht nur sich selbst genährt, sie haben zuerst sich selbst genährt. Aber all dies war dazu gedacht, um weiterzugeben. Erinnert euch an das, was Jeschua gesagt hat, wer an mich glaubt, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir glauben und von Gott empfangen, das ist auch, um Licht den anderen zu geben, es anderen weiterzugeben, die anderen zu segnen. So die Apostel sagen, wenn wir uns jetzt mit den Tischen beschäftigen, nicht, dass das eine Schande ist oder eine schlechte Sache ist, aber es hindert uns, den Auftrag zu erfüllen, zu dem wir berufen sind. Der Leib Christi ist ein Leib und da gibt es Glied und jedes Glied muss seinen Auftrag erfüllen. Und dann, was sagen sie? Vers 3. Darum, ihr lieben Brüder, seht unter euch nach 7 Männern. Jetzt lasst uns sehen, was die Kriterien sind für diese Menschen, die ein gut Gerücht haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. Es werden uns ein paar Dinge gesagt. Zuerst,
dass sie einen guten Namen haben. Ein guter Name bedeutet, dass in der sozialen Umgebung, in der sie sich bewegten, den Brüdern der Gemeinde, in den Kreisen, in denen sie wirkten, sie stritten nicht mit den Menschen, sie waren nicht solche, die Menschen von sich entfernt haben, die andere verletzten, sie hatten einen guten Namen. Alle haben diesen Menschen ein Zeugnis abgelegt. Ja, wir kennen ihn, es kann auch eine Schwester sein, wir kennen sie. Ja, sie ist wirklich eine wertvolle Schwester, sie ist gut, sie dient, sie ist demütig, sie wirkt im Geiste, wir empfehlen sie sehr, wir wählen sie, wir verlassen uns auf sie oder ihn, dass sie treu dienen werden und die Arbeit gut machen werden. So, die einen guten Namen haben, wie ich von den anderen gesehen werde. Nebenbei, diese Sache wiederholt sich auch in den Kriterien, die Paulus gibt, wenn man die Diakone der Gemeinde wählt oder die Bischöfe der Gemeinde wählt. 1. Timotheus 3, das beginnt mit Vers 1 bis 6. Vers 1 sagt er, ein Amt begehrt, das ist eine gute Sache, man braucht Aufseher, aber der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen. Besonnen verbindet sich mit der Selbstbeherrschung, was wir in Galater gelesen haben. So nebenbei, Selbstbeherrschung beginnt in unserer Einstellung, unseren Worten, wie wir auf Situationen reagieren. Das ist auch Selbstbeherrschung beim Essen, Trinken, beim Einkauf von Dingen, in allem, was mit dem Fleisch zu tun hat. Man beherrscht sich, man übertreibt nicht, man macht die Dinge überhaupt im Leben in Grenzen. Ich lese weiter in 1. Timotheus 3, besonnen, anständig, Hebräisch steht da demütig und gastfreundlich. Wieder besonnen, er weiß, sich selbst zu beherrschen, er kann sich zurückhalten, nicht gleich zu reagieren und er ist demütig. Auch das Demütigsein, so ist es im Hebräischen geschrieben, Sanftmut ist die Frucht des Geistes, Sanftmut ist das gleiche wie Demut. Das ist das Gegenteil von Stolz, Überheblichkeit und über andere schlecht reden, Kritik, die andere sich dumm fühlen lässt. Und gastfreundlich, Hebräisch, den Menschen angenehm, das verbindet sich mit einem guten Ruf haben, was wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Das ist die gleiche Richtung. Wir sind nicht berufen, Menschen zu sein, die alle um uns herum die ganze Zeit zufriedenstellen. Das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist, wenn wir im Geiste Gottes wirken, in Liebe, diese Frucht des Geistes bringt uns dazu, in einer Weise zu leben, die gut und richtig ist. Nicht nur in den Augen Gottes, sondern auch in den Augen der Menschen. Auch wenn wir Kritik üben, üben wir sie um aufzubauen. Wir tun es in Liebe und wollen es mit Geduld tun, dass die Menschen fühlen, er liebt mich. So ist es auch als Väter mit unseren Kindern, Mütter mit unseren Kindern. Wir erziehen, so wie Gott das Volk Israel erzogen hat. Da sagt Gott dem Volk, ich habe dich erzogen, um dir am Ende Gutes zu tun. Das steht in 5. Mose 8, Vers 16. Der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende etwas Gutes tue. Gott hat das auch getan und er tut es mit uns, so steht es im Hebräerbrief geschrieben. Er erzieht uns wie ein Vater seine Kinder, so auch wir mit unseren Kindern. Auch wenn du ihnen etwas vorenthältst, was sie sehr wollen, du begrenzt ihnen etwas als Erziehungsmittel, aber du sagst ihr, ich liebe dich, was du gemacht hast oder was du gewollt hast, ist etwas Böses. Das darf man nicht tun und so tust du sie auf das Leben vorbereiten, aus Liebe heraus. Denn wenn dich sie schlechte Dinge tun, hat es schlechtes Ergebnis, Ergebnisse, die du ihnen ersparen willst. Zurück zur Apostelgeschichte 6, die ein gut Gerücht haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Wenn wir über Weisheit reden, dann lasst uns nachsehen in dem Brief des Jakobus Kapitel 3. Es steht uns geschrieben, dass der Heilige Geist ein Geist der Weisheit ist. Das ist im Jesaja 11, Vers 2 geschrieben. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Aber in Jakobus 3, ich lese von Vers 13, steht diese Weisheit, die vom Heiligen Geiste kommt, wie die wirkt.
Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Seht, die Weisheit, die vom Heiligen Geiste kommt, geht zusammen mit Sanftmut. Du magst klug sein, doch die Weisheit, die vom Heiligen Geiste kommt, kommt zusammen mit Sanftmut, nicht mit Stolz und anderen Kleinmachen und so weiter. Und nicht mit Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit. Ich lese weiter in Vers 14. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Es gibt auch solch böse Weisheit, doch über das werde ich ein andermal reden. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, Hebräisch steht da demütig, bescheiden. Nochmal Demut, bescheiden sein. So dann friedfertig, man sucht keine Streitereien, wir lieben Frieden, jagen dem Frieden nach, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht. Gütig, die Neigung nachzugeben, sagen, okay, ich gebe dir, ich vergebe dir. Sie lässt sich etwas sagen. Ich habe recht, du bist falsch. Nein, sie besteht nicht auf ihrer Meinung, ist nicht hartnäckig, ist auch bereit, eine Korrektur anzunehmen. Wenn ich demütig bin, man kommt, korrigiert mich, dann prüfe ich es. Und in Demut bin ich bereit, die Korrektur anzunehmen. Ist voll Barmherzigkeit. Die Weisheit, die von oben kommt, die Weisheit des Heiligen Geistes, ist voll von Erbarmen. Das nochmal, sie erweist Gnade, du erbarmst dich über den, der gefehlt hat, du erbarmst dich über den, der in seiner Sünde gefangen ist. Es tut dir leid, du möchtest ihm helfen, aufzustehen. Du tust ihm nicht nur den Kopf abhauen, du tust nicht nur aus der Gemeinde ausweisen, du tust nicht nur ihn vertreiben, nein, du möchtest ihm helfen. Es gibt manchmal den Fall, dass man das tun muss, ausgerechnet wenn jemand hartnäckig ist, in Rebellion ist und nicht bereit ist, eine Korrektur anzunehmen. Ja, dann muss man ihn von der Gemeinde entfernen. Wir haben einen vorgeschriebenen Prozess für diese Sache, Matthäus 18. Rede mit ihm unter vier Augen, danach noch einen oder zwei Zeugen dazunehmen, nachdem ihn vor die Gemeinde bringen. Und erst nach all diesem schließt man einen solchen aus der Gemeinde aus. Aber das ist nicht etwas, was wir gerne tun, überhaupt nicht. Wir erbarmen und wir wollen dem Schwachen helfen, so steht es in Galater 6 geschrieben. Da steht uns geschrieben in Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Bis Vers 2. So auch wenn jemand übereilt wird, so wollen wir ihn aufrichten in einem sanftmütigen Geist. Und er sagt uns, habt Acht. Er sagt mir, habe Acht. Er sagt uns allen, habt Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Zu wem spricht er? Zu den geistlichen Menschen, zu den Höhergestellten, den Leitern, den Geistlichen. Jeder von uns lebt in einem sündigen Körper mit sündiger Natur und wir alle könnten fallen und fehlen, so nicht in Stolz wandeln, im Gegenteil, in Gottesfurcht und in Demut. Wir alle leben von der Gnade Gottes tagtäglich. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Manchmal denken wir über uns selbst wie in der Offenbarung die Laodicea-Gemeinde. Sie dachten, wir sind reich und weise und gut und dass sie alles haben. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, dass ihr arm und blind und nackt seid. Einfach ein falsches Bild hatten sie von sich selbst und auch hier. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wir können Gott verhüte es, uns an einem Platz finden, dass wir uns selbst betrügen. Wir denken, dass wir so sehr, so sehr, so sehr sind und wir sind es nicht. Aber Gott in seiner großen Liebe und Geduld will uns helfen. Er gibt uns nicht auf, er liebt uns, er möchte uns helfen. Vers 4 in Galater 6. Jeder aber prüft sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Wir sind nicht stolz, wir stehen vor Gott. Wenn er sich über uns freut, das ist das Wichtige.
wenn er auf uns schaut und sagt, ei, du treuer und guter Knecht, das ist das Wichtige. Wir sind nicht in einem Wettstreit mit dem anderen. Wir sind im Kampf mit uns selbst, unterwerfen uns selbst und erfüllen den Ruf und den Dienst, den er uns gegeben hat. So, das ist die Weisheit, wie wir in Jakobus 3 gelesen haben, die von oben kommt, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Frucht der Gerechtigkeit, die wir in unserem Leben haben wollen, die wird auf dem Wege des Friedens gesät, nicht in Streit, sondern in Frieden. Das bedeutet nicht, dass es nicht Situationen geben kann, wo man den Gehorsam aufrichten muss und dass man die Sünde rügen muss. Es gibt auch solche Zeiten und solche Plätze. Möge Gott uns helfen, wirklich im Geiste zu wandeln und in der Liebe und nicht im Fleisch, dass wir ausgeglichen sind in unserem Wandel vor Gott und unseren Brüdern in Christus und jedem Menschen. Der Herr segne euch und helfe uns allen, weiter auf dem guten Wege zu wandeln.